Oh, hier ist schon der erste Hindernis. So eine Billigfahrertaschen hier. Ich habe hier ganz viel Sonnenbrand bekommen. Es hat aber richtig geknallt gerade auf der Felge. Wir pennen genau hier unter dieser Brücke. Oh, scheiße. Es war eine idiotische Idee gewesen, das hier zu benutzen. Mein Sattel wackelt die ganze Zeit hin und her. Das ist voll unangenehm. Und später wird das so wild werden, dass vielleicht Tornado-Gefahr kommt. Wir haben hier so die ersten Blitze da ganz hinten gesehen. Es ist soweit, wir werden heute eine richtig lange Radreise starten. Hier hinter uns ist das Schloss Zeller und wir werden bis zum Kaiserwald hinfahren. Das ist ja irgendwo in Tschechien. Wir werden bestimmt safe über 400 Kilometer weit fahren. Das wird richtig geil sein. Und mein Bruder ist auch dabei. Ja. Wir werden heute richtig fahren. Ja, guck dir das mal an hier. Ich habe das Ganze hier mit zwei Seilen abgespannt. Also das ist ziemlich auf Kante hier. Das kann jeden Moment runterfallen. Links, rechts. Das sieht sehr gut aus. Das wird die erste dokumentierte lange Bikepacking-Tour sein. Wie viele Tage planen wir? Ich sag, wir brauchen 5 Tage. Also heute darf man nicht mitrechnen, weil heute fahren wir nur 8 Kilometer. Und ab morgen würde ich sagen 5 Tage, 5 Nächte. Ich sage 7 Tage. Und wisst ihr auch warum? Weil ich habe für diese Tour dieses gebrauchte Damenrad hier gekauft. Der hat mir bei Kleiderzeigen 40 Euro gekostet. Und der Vorbesitzer, der meint, dass der 20 Jahre alt ist. Die Reifen sind nicht zu 100% aufgepumpt. Ich habe vergessen, eine Luftpumpe zu kaufen. Der ist auch noch nicht perfekt aufgepumpt. Guck mal, das Ding hier, das klappert hier rum. Hier vorne ist ein bisschen Rost. Hier ist dieses Schaumstoff kaputt. Das wird richtig scheiße sein, das hier so zu greifen. Die Gangschaltung, die funktioniert nur teilweise. Also ich kriege den hier nicht runtergeschaltet oder kaum. Das ist voll scheiße. Wenn ich diese Bremse betätige, dann quietscht das. Hier vorne ist Rost. Hier vorne am Gepäckträger ist auch Rost. Hier an der Kette ist auch Rost und ich habe das nicht geölt. Diese Fahrradtaschen, die haben 30 Euro gekostet. Und das sind richtige Billigfahrradtaschen. Die werden safe abreißen. Die fühlen sich extrem billig an. Hier vorne, das hier ist irgendwie so verbogen. Das ist voll geil. Hier vorne ist dieser Reflektor kaputt gegangen. Das war schon vorher kaputt. Dieser Sattel, der ist hier ein bisschen locker. Das ist voll geil. Hier vorne ist auch ganz viel Rost dran. Dieser Fett in der Kette ist ein bisschen getrocknet. Ich habe da keinen weiteren Falz dran gemacht. Hier vorne ist ein bisschen Rost dran an der Pedale. Prüfen, ob die hält. Dieser Reflektor ist hier dreckig. Dieser hier ist auch dreckig. Der geht noch. Der geht auch noch. Ich habe zwar Flickzeug dabei, aber ich habe meine Luftpumpe vergessen. Das ist voll geil. Das heißt, wenn ein Platten zwischendurch kommt, dann müssen wir laufen bis zum nächsten Laden, wo man Luftpumpen kaufen kann. Das wird richtig geil sein. Und ich kann jetzt schon mal safe sagen, dass ich mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde sein werde. Weil guckt euch mal an, wie das schon mal aussieht. Der passt nicht zu mir. Der sieht voll scheiße aus. Und ja, der hat 40 Euro gekostet. Ich finde, der ist nicht verrostet genug und der hat mir 10 Euro zu viel gekostet. Genau. Wenn das dann drin wäre, dann wäre es perfekt. Und mir sitzt dieser Lenkrad zu tief. Das ist voll scheiße. Ich habe nicht viel Schraubzeug dabei. Das wird eine richtig ranzige Tour sein. Mit einem alten, klapprigen Damenrad. Extra für dieses Videoprojekt. Und Celle liegt in der Nähe von Hannover. Das heißt, wir werden quer durch Deutschland fahren. Bis nach Tschechien, genau. Aber bevor die Radreise gleich beginnt, möchte ich euch meinen Billigbürostuhl zeigen. Damit habe ich bisher immer gearbeitet, wenn ich am Schnitt saß. Und ich muss ungelogen alle 20, 30 Minuten für 1-2 Minuten aufstehen, weil das total auf den unteren Rücken geht. Ich kann nicht länger drauf sitzen. Und genau aus diesem Grunde habe ich jetzt diesen neuen Gamingstuhl. Der ist viel, viel besser, der ist viel angenehmer. Ich kann auf diesem Stuhl locker 2-3 Stunden drauf sitzen, ohne dass ich irgendwie aufstehen muss, weil mein Rücken weh tut. Und man kann darauf viel effektiver Homeoffice machen, das ist richtig gut. Es gibt diesen Stuhl in mehreren Farben. Ich habe den in Cremefarben. Das Material ist atmungsaktiv, schweißreduzierend, hält im Winter warm und im Sommer kühl. Der Stuhl verfügt eine Kopf- und Lendenwirbelstütze für eine bessere Haltung. Man kann die Sitzhöhe stufenlos verstellen. Wenn man sich ruckartig draufsetzt, wird man hervorragend abgefedert. Die Armlehnen fühlen sich angenehm an und sind ebenfalls stufenlos verstellbar. Die Rückenlehne lässt sich von 90 Grad bis 150 Grad verstellen. Und was ich ganz besonders an diesem Stuhl finde, der hat eine umklappbare Fußstütze. Das heißt, man kann sich ganz entspannt seine Beine darauf ablegen, währenddessen man ein ganz langes Natururin-Video anschaut. Das finde ich an diesem Stuhl besonders. Also ich muss sagen, für Leute, die sehr viel am Rechner sind, egal ob wegen Homeoffice oder in der Freizeit, für die wird sich so ein guter Stuhl auf jeden Fall sehr stark lohnen. Der Rücken wird es einen auf jeden Fall danken. Ich habe euch diesen Stuhl in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Wenn ihr über meinen Link bestellt, gibt es ganze 35% Rabatt auf diesen Stuhl. Das heißt, ihr zahlt nicht 200 Euro, sondern nur 130 Euro für diesen Stuhl. Also greift zu, solange das Angebot noch steht. So, die Fahrradtour beginnt, die Aufzeichnung startet und ich bin, jetzt ungelogen, ich bin mit diesem Fahrrad, habe ich nur 5 Kilometer bisher gefahren, sonst kein Stück mehr. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Fahrrad dafür funktioniert, aber das wird auf jeden Fall schon schief gehen, das muss schief gehen, das muss auf jeden Fall schief gehen. Das habe ich mir ganz spontan für 40 Euro gekauft, das war so richtig spontan, letzte Woche habe ich das gekauft. Oh, hier ist schon der erste Hindernis.
Ja, genau. Der belästigt uns. Das ist voll scheiße, dass jetzt schon langsam dunkel kommt. Wir müssen uns den Schlafplatz suchen. Aber Hauptsache, wir haben gestartet. Der erste Kilometer ist drin. Guck mal, wie sich das hier da vorne bewegt. Das sieht richtig geil aus. Ich bin gespannt drauf, ob dein Gepäck runterfällt. Ich hoffe, ich kann das auf Kamera drauf. Es muss unbedingt runterfallen auf dieser Tour. Das ist eine Radtour mit Gehirn. Guck mal, wie sich dieser Fahrrad hier schon anhört. Macht diese Fahrradgeräusche, diese Billig-Fahrradgeräusche von dem allerletzten klapprigen alten Damenrad. Ich finde auch, dass dieser Dynamo hier vorne, also dieses Licht, dass der voll schwach leuchtet. Also schwächer als wie gehofft. Das ist der Dynamo-Antrieb. Klapprige Damenrad, billig-alter Dynamo-Antrieb. Genau. Da ist viel zu wenig Licht, was da durchkommt. Das ist voll scheiße. Viel zu wenig Licht. Das heißt, ich werde wohl mit meiner Kopflampe nachhelfen müssen, wenn es gleich dunkler wird. Guck mal, wir fahren gerade auf so einen Schotterweg. Und ich habe gerade so ein bisschen die Felge gespürt, wie das da durch den Stein geknallt ist. Ich hoffe, dass gleich kein Platten kommt. Es hat aber richtig geknallt gerade auf der Felge. So, ich habe gerade meine Kopflampe und meine Filmleuchte rausgeholt. Und guckt euch mal an, wie billig dieser Reißverschluss ist. Der wird safe abreißen, kaputt gehen. Der ist so billig. Wie das schon anhört und wie billig sich dieser Halter hier anhört. Boah. Ich muss den zukriegen. Oh Gott, ey. Oh, guckt euch mal das hier schon an. Der reißt hier schon auf. Das ist voll scheiße. Boah, ist das billig, ey. So eine Billig-Fahrradtaschen hier. Na los. Mein Gott. Na endlich. Endlich habe ich das geschafft. Das sind richtige Billigfahrradtaschen. Original Billigfahrradtaschen. Die sind sowas von scheiße. Diese Fahrradtaschen, die habe ich nur für diese Tour hier gekauft. Ich brauche eine Kooperationsanfrage. Ah, hier sind überall diese ganzen Viecher und so weiter, die uns gegen das Gesicht fliegen. Gegen die Stirn und Augen und so. Und Ohrläppchen und so. Genau, die fliegen uns da die ganze Zeit gegen das Gesicht. Und ich habe so ein paar auch in meinem Mund reinbekommen sogar. Die sind mir durch die Zahnlücke durchgeflogen. Diese Viecher. Das geht doch gar nicht, ey. Das ist voll heftig. Ich fühle mich brutal damit. So, wir haben noch nicht mal 10 Kilometer geschafft. Und wir haben unseren Schlafplatz für heute gefunden. Schönes Stück hier. Ja, genau. An der Aller. Hier vorne ist eine richtig geile Hütte. Sogar mit Mülleimer und sowas. Oh, hier gibt's sogar Wasser. Nein, oder? Wenn da gleich was rauskommt und das auch noch trinkbar ist, dann wäre perfekt. Weil wir haben zu wenig Wasser dabei gerade. Ah, stimmt, hier kommt auf jeden Fall eigentlich was raus, aber es kann sein, dass jetzt nichts mehr rauskommt. Aber ich war schon mal hier, da haben Leute hier gegrillt und ich kenne die Hütte, ja. Da kam auch irgendwas raus, die haben die Geschirr abgewaschen. Schade. Wirklich schade. Ja. Aber in der Nähe ist ein Friedhof, morgen früh könnten wir da hinfahren. Das hört sich sehr gut an. Vielleicht ist Wasser heute aber nicht trinkbar, weiß man. Weil ich habe jetzt nur eine halbe Flasche Wasser dabei. Ich auch. Das kann man vielleicht für Koffein morgen trinken oder so. So, wir haben keine Kerzen dabei, keine Grabkerzen, keine Teelichter, das ist ein bisschen schade. Könnte man hier perfekt aufstellen. Ja, genau. Habe ich im letzten Moment noch dran gedacht und dann doch vergessen. Ja, meine Taschen würden dafür aufreißen, wenn da noch mehr gepackt wäre.
Auf jeden Fall, die sind viel zu billig. Weißt du, was geil bei mir ist? Diese kleine Tasche, da passt zwar nicht viel rein, ja, aber man kann hier eine Powerbank reinpacken, ist auch drin, mhm, und dann mit einem Kabel das hier verbinden. Das ist super. Weil ansonsten müssten wir immer anhalten zum, ja, Laden des Handys und das ist saunervig. Ja, es wird bei mir wohl der Fall sein. Aber ich werde immer aufladen, wenn wir pausieren oder so. Ja, das werde ich auch machen. Und pennen und so. Wir werden auch zwischendurch mal in einem Café gehen müssen, um Powerbanks aufzuladen und so, denke ich. Ja. Aber bei der Hitze, es werden teilweise 31 Grad werden, denke, ja, ich, werden die Akkus auf jeden Fall schneller runtergehen. Und guck mal, dieses hier, das hat mich ausgebremst so ein bisschen vorhin, als ich das benutzt habe. Dieser alte Dynamo. Das hat man voll gemerkt, dass der gezogen hat. Das schwöre ich euch drauf. Aber wirklich, ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden. Hallo? Was geht hier los? Wir machen etwas Pause. Nur Pause? Ja. Also, das ist in Ordnung. Ich dachte, ihr macht hier Party. Nein. Nein, Party nicht, nein, nein. Aber wäre es in Ordnung, wenn wir hier vielleicht schlafen? Also, wir machen keinen Lärm, wir wollen eine Radtour machen und. Ja, nee, Ben, könnt ihr euch hier, ist ja kein Problem. Bis morgen früh bin ich hier noch und fehle ich hier ein bisschen aus. Wichtig, dass keine Kippen hier liegen. Nein, wir rauchen noch nicht mal. Also weil, das ist schön, weil hier morgen ist nämlich vermietet hier. Ja, das ist kein Problem. Für eine Party, morgen Vormittag geht das schon los. Okay. Deshalb habe ich heute noch mal geguckt, ob noch alles halbwegs sauber ist. Ne, pennen könnt ihr hier, das ist kein Thema. Super. Ne? Okay. Gut, alles klar. Dann noch einen Abend. Tschüss. Tschüss. So, eben gerade kam jemand vorbei, wahrscheinlich der Besitzer oder auf jeden Fall jemand, der das hier kontrolliert hat. Und der wollte nur prüfen, ob hier Party gefeiert wird oder so. Und nee, das haben wir nicht vor. Wir wollen hier nur pennen. Und der hat auf jeden Fall Verständnis, weil morgen früh soll das gemietet werden für irgendeine andere Party oder so. Und genau, der hat uns das genehmigt, dass wir hier pennen können. So, unser Schlafplatz ist aufgebaut. Hier schlafe ich und hier schläft mein Bruder. Und ich habe heute meinen Ultraleicht-Schlafsack dabei. Und es darf auf gar keinen Fall kälter wie 7 Grad werden. Weil sonst werde ich frieren. Das ist ein sehr, sehr dünner Schlafsack. Das ist ein richtiger Sommerschlafsack. Es darf nicht zu kalt werden. Deswegen habe ich den dabei. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob ich den in den nächsten Tagen die Nacht frieren tue. Das wird richtig geil sein. Aber mein anderer Schlafsack, der fetter ist, also der noch mehr Temperatur aushält, der hat da nicht reingepasst da drin. Weil diese Tasche, diese Fahrradtaschen viel zu billig sind dafür. Genau, nur deswegen. Deswegen habe ich diesen Schlafsack hier dabei. Aber ich glaube, es müsste gehen. Also auf jeden Fall wird es heute Nacht gehen. Wir sind jetzt im Schlafsack drin und das wird jetzt die erste Nacht. Das wird richtig geil sein, die Nacht. Wir werden hier jetzt gleich pennen. Guten Morgen, nächster Tag ist angebrochen. Heute beginnt die Tour. Aber so richtig, heute werden Kilometer gemacht. Und wir sind unausgeschlafen. Wir hätten bestimmt 2 Stunden länger Schlaf gebraucht. Aber schade, dass die Hütte gleich vermietet wird. Das heißt, wir müssen gleich Koffein herstellen, aber ganz schnell. Und dann hier verschwinden. Und dann losfahren, genau. Genau, hier hab ich gepennt. Und hier hat er gepennt. Das sind 3 Kaffeepads. Sogar billige. Die werden bestimmt scheiße schmecken. Ich bin gespannt drauf. Ich habe die ganz günstig bei Netto gekauft. Diese neuen Kaffeepads. Und die waren so billig, dass ich bestimmt denke, dass sie scheiße schmecken werden. Aber vielleicht liegt das auch nur am reduzierten Preis. Also am Angebotspreis. Aber vielleicht werden die gleich wirklich scheiße schmecken. Jo, der Koffein ist fertig. Oder fast, der muss sich noch ein bisschen einziehen. Aber der ist warm genug, das ist gut. Der kocht, der blubbert genauso wie die Eiterpickel in meinem Gehirn. Oh scheiße, ich habe hier viel zu viel dieses Kaffeeweiße reingemacht. Das ist voll weiß geworden. Das wird bestimmt scheiße schmecken. Da ist viel zu viel Kaffeeweiße drin. Da hätte nur so ein paar Bisse gereicht. Oh, und viel zu viel, wie heißt das Ding? Ich habe viel zu viel dieses Süßmittel reingemacht auch noch. Weil da ist dieses, wie heißt das Ding? Das Ding hier ist zerbrochen, da kommt nur Pulver raus. Diese ganzen Kerne, die da drin sind, die Stückchen, die sind alle zerbrochen. Ich habe da jetzt viel zu viel drin. Das ist viel zu süß, das ist voll scheiße. Bah, der Kaffee schmeckt scheiße. So, jetzt wird ein Brötchen gefrühstückt. Und, oh scheiße, ich habe hier Frischkäse dabei. Und dieser ganze Wasser von dieser Frischkäse ist hier ausgelaufen. Das ist voll scheiße. Jetzt sind auch noch mal die ganzen Leberwürstchen hier nass. Und mit Frischkäse getunkt. Bah, ich muss dieses Frischkäse jetzt essen.
Dieser Brötchen wird mit diesem Natururinmesser hier beschnitten. Genau. Und ich habe hier eine Lauchzwiebel dabei. Extra, damit ich euch zeigen kann, wie ich damals ausgesehen habe. Genau, der wird jetzt auch gegessen. Schön auf das Frischkäse drauf. Ich war früher ein richtiger Lauch gewesen. Ich war untergewichtig. Ich habe richtige Lauchsarme gehabt. Die waren noch nicht mal 30 cm fett. Heute sind die, also aufgepumpt sind die heute 42 cm fett. So. Jetzt wird gegessen. So, Brötchen mit Frischkäse, unser Frühstück heute. Und Brötchen habe ich auch noch gegessen. Das Wetter nimmt Fahrt auf. Guck mal, noch nicht mal vernünftig benutzt. Und schon ist das hier aufgerissen hier. Voll geil. So gehört sich das. Das ist eine Billigtasche. Eine Billig-Fahrradtasche. Hier ist sogar meine Gaskartusche eben gerade reingerutscht und ich habe die ganze Zeit gesucht. Das ist voll scheiße. Der ist hier in dieses Loch reingerutscht. So muss das sein. Das fängt schon mal gut an. Wir müssen noch knapp 400. Ja. Und wir sind eben gerade dem Besitzer von dieser Schutzhütte hier begegnet, der das hier ein bisschen fertig gemacht hat, weil gleich dieser Termin da ist. Also gleich wird diese Schutzhütte gemietet. Und der war auf jeden Fall sehr nett und verständnisvoll gewesen. Das war voll cool. Die Sachen sind vollständig gepackt und das wird safe kaputt gehen, aufreißen und so weiter. Ich bin gespannt drauf, wie lange das hält. Wir sind gestartet. Jetzt geht's weiter. Das wird gleich so richtig geil sein, weiter zu fahren. Oh scheiße, oh scheiße, jetzt ist mein Licht hier weggerissen, ey. Oh scheiße. Und jetzt, weil meine Lampe hier abgebrochen ist, muss ich extra neues Licht kaufen gehen. Einer, der hier mit Akku betrieben ist, also mit Batterien und sowas. Das wird richtig scheiße sein. Schon wieder Geldverschwendung. Nur weil der hier nicht gehalten hat. Von diesem klapprigen alten Billig-Damenrad, der 20 Jahre alt ist. So muss das sein. Das fängt schon mal gut an. Wir haben noch nicht mal 100 Meter geschafft. Wir sind gerade losgefahren. Das heißt, jetzt erstmal irgendeinen Einkaufsladen suchen gehen, der irgendwie Fahrradlichter verkauft. Sag ich doch, ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden. Den ersten halben Kilometer haben wir jetzt geschafft. Und wir sind auf der Suche nach Wasser. Keine Ahnung, Friedhof oder sowas. Wo wir Leichenwasser trinken können. Genau, ich habe wieder richtig Bock auf Leichenwasser hier. Das ist richtig Gehirn. Gehirne. Guck mal, da drüben ist ein Storch. Dieser Storch ist voll fett. Voll einen langen Schnabel. Ich habe Angst davor, dass der in mein Ohr reingeht und ein Stück Gehirn rausholt mit seinem langen Schnabel. Der ist voll furchteinflößend. Und der Traktor, der hat mich belästigt. Und ach so, das habe ich gar nicht dokumentiert. Wir waren gerade auf einem Friedhof gewesen und wir wollten da ein bisschen Leichenwasser abfüllen, auch in die Flasche rein zum Trinken. Und dann kam ganz panisch ein Friedhofsmitarbeiter her. Und hat gesagt, dass da Leichenwasser drin ist. Und dann hat er uns so Wasserflaschen abgegeben, genau. Ja, dann halt so, ne? Warum denn auch nicht? So kommt man an Wasser ran. So, wir sind hier beim Edeka angekommen. Ich werde hier eine Kleinigkeit einkaufen gehen. Und ich werde nach einer Fahrradlampe und Fahrradpumpe nachschauen. Vielleicht gibt's das da drin. Wenn nicht, dann muss ich woanders schauen. Genau, ich werde da jetzt reingehen. Ich bin gerade einkaufen gegangen und natürlich haben sie kein Fahrradzubehör da gehabt. Das heißt, ich muss weiterhin mit zu wenig Luft auf den Reifen und mit abgebrochener Lampe rumfahren. Und ich habe gerade wie so ein Verrückter die ganze Zeit nach Wasser gesucht und die hatten kein Wasser da gehabt. Ich musste extra da hinten zum nächsten Getränkemarkt hinlaufen, um mir Wasser zu holen, separat. Ich habe viel Verrückter gesucht, das war voll scheiße gewesen. Es war echt hässlich gewesen, da drin zu suchen. So, Fahrradpumpe ausgeliehen, aber da passt wahrscheinlich nur fürs Hinterrad. Jetzt wird das Hinterrad so ein bisschen aufgepumpt. So, der Hinterreifen, der ist schön fest. Ich habe Angst, dass der platzt. Weil gestern, wo wir den Schotter gefahren sind, dann hat das geknallt. Das ist schön auf die Felge gekommen, wo ich auf so einen Stein rüber gefahren bin. Das war voll, das hat sich voll ungesund angehört. Ich bin gespannt, ob der Vorderrad auch funktioniert.
Ah, scheiße. Der vordere passt nicht. Hier passt nur Fahrradventil rauf. Und hier hinten, Hinterrad hat ein Fahrradventil, aber Vorderrad hat ein Autoventil. Das heißt, ich muss den Vorderrad woanders aufpumpen. Das war scheiße. Aber immerhin ist der Hinterrad aufgepumpt. So, weiter geht's. Und ich spüre auf jeden Fall, dass mein Rad so richtig hart jetzt ist. So richtig hart aufgepumpt. Zwei verschiedene Ventile am Fahrrad sind voll scheiße. Jawohl, hier vorne ist eine Tankstelle. Ich werde jetzt Reifen aufpumpen gehen. Der Vorderrad. So, hier vorne ist diese Luftpumpe. Jetzt wird der Vorderrad aufgepumpt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Willst du kurz mal nachfragen? Ne? Ja. Ich warte. Wie funktioniert das? Wie kriege ich den höher? Dass da mehr Bar drauf geht. Scheiße. Die Maschine funktioniert gar nicht. Du hast nachgefragt, die wissen, die haben auch keine Ahnung davon. Beide Mitarbeiter. Das funktioniert nicht. Scheiße, jetzt ist da sogar noch mehr Luft rausgekommen, als ich eigentlich die ganze Zeit aufpumpen wollte. Jetzt habe ich noch weniger Luft im Reifen drin. Das ist voll scheiße, weil dadurch, dass ich das hier einstecken musste, ist da ein bisschen Luft rausgekommen. Das war eine idiotische Idee gewesen, das hier zu benutzen. Das funktioniert nicht. Das war eine ganz idiotische Idee. Toll, Zeitverschwendung für umsonst und mehr Luft draußen. Dann fahren wir halt weiter mit zu wenig Luft am Vorderrad. Ich meine, guck mal, wie sich das hier eindrückt. Da unten. Das ist nicht straff. Das ist viel zu schlapp. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber das ist auf jeden Fall viel zu schlapp, dieser Reifen. Wir fahren jetzt nach Richtung Braunschweig und ich habe meinen Oberkörper frei gemacht, weil wir haben richtig geiles D3-Schepperungswetter. Weil ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Es muss mehr davon kommen. Ich liebe den Sommer, weil Sommer ist immer voll geil. So, wir haben jetzt 11.11 Uhr und wir haben die ersten 11,1 Kilometer gemacht. Und da drüben steht drauf, Braunschweig 40 Kilometer. Und ich grüße KuchenTV, er soll mich mal auseinandernehmen, damit ich mehr Reichweite bekomme. Mein Sattel wackelt die ganze Zeit hin und her, das ist voll unangenehm. Das drückt am Anus. Ich finde das richtig geil, dass das Wetter so geil ist. Da muss noch viel mehr davon kommen. Ich hätte so ein Wetter wie heute, gerne auch noch ein bisschen wärmer, hätte ich gerne das Dreiviertel des Jahres. Das ist voll geil. Guck mal, wir haben hier die ersten 20 Kilometer gemacht. Das haben wir heute gemacht. Achso, wir fahren doch nicht durch Braunschweig durch, sondern eher durch Gifhorn und Wolfsburg. Genau, da fahren wir durch. Endlich ist es passiert. Der Gepäck ist runtergefallen vom Fahrrad. Das ist überhaupt nicht geil. Wie das aussah, wie das runtergefallen ist. Ja, das hätte ich auch gerne gefilmt. Das heißt, du darfst auf gar keinen Fall irgendwas kaufen, was Glas enthält. Außer hier drin, ne? Ja, das fällt nicht runter. Ja, gut. Das ist auch nur passiert, weil der Gepäckträger, der ist nicht gerade, der ist schief, der ist ein bisschen kaputt. Den kann ich auch nicht reparieren. Der ist mal gestürzt, deswegen. Und das passiert auch nur, wenn ich mich hinstelle. Ja. Weil dann kann ich diese, dann sitze ich nicht so auf diese Tab drauf. Ich sitze so ein bisschen am Tab dran und deswegen hält das so. Aber wenn ich mich hinstelle, dann ist das nicht sicher und fällt immer zur Seite. Das wird wahrscheinlich die bekloppteste Fahrradtour von ganz YouTube Deutschland werden. Die bekloppteste Bikepacking-Tour. Auf jeden Fall, ja. Mit zwei kaputten Fahrrädern. Also mein Fahrrad ist eigentlich heile, aber der Gepäckträger ist halt ein riesen Nachteil, weil das Gepäck immer, wenn ich mich hinstelle, zur Seite fallen wird. Und hinstellen muss man sich, weil sonst tut der Arsch einfach weh. Ja, ich weiß. Meiner tut auch die ganze Zeit weh. Und wir haben gerade mal 30 Kilometer gemacht. Oh scheiße, du meinst, dass dein Seil gerissen ist, der dein ganzes Gepäck gehalten hat? Ja, hier. Scheiße. Aber gut, dass hier vorne ein Rewe ist. Da kannst du dir einen neuen Seil holen gehen. Ja, geil. Geil, endlich eine dreckige Hand. Ich gebe dir mal einen Kabelbinder. Ja, danke. Genau, ich habe so ein paar Kabelbinder dabei. Vielleicht kriegst du es so fest. Kabelbinder sind voll cool, die sind wichtig. Yeah!
Ich habe Minimalheuschnupfen. Ganz früher hatte ich richtig heftige Heuschnupfen. Da würde ich die ganze Zeit niesen. Aber heute habe ich das nur ganz leicht. So richtig minimalistisch. Minimalisten muss den Heuschnupfen, habe ich geschafft. So, ich war eben gerade auch ganz kurz in diesen Rewe drin gewesen und die hatten ein Fahrradabteil gehabt. Und zwar, ich habe mir eine Fahrradluftpumpe gekauft. Und Fahrradlicht. Voll geil, das werde ich jetzt dran machen. Aber erstmal werde ich den Reifen aufpumpen. So, dieser Rad ist jetzt vernünftig aufgepumpt, also der ist richtig gut fest. Und jetzt werde ich die Beleuchtung dran platzieren. So, die Lampe ist platziert. Die funktioniert auch sogar. Die ist schon angeladen. Ich weiß nicht, wie voll geladen der ist, aber auf jeden Fall ist da Strom drauf. Also da funktioniert jetzt sofort, der ist einsatzbereit. Und hier habe ich diesen Hinterlicht dran gebunden. Der funktioniert auch. Das ist super. Lichtreparatur erfolgreich geschafft. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt können wir endlich weiterfahren. Und dann Gepäckträger hast du auch hinbekommen, ne? Ja. Das ist super. Es hängt sehr viel von diesem Seil ab. Damit halte ich den Schlafsack fest und die Isomatte. Und darum, diese anderen Sachen zu festzumachen, nehme ich von der Isomatte diese beiden Gurte. Das muss man alles schlau überlegen und irgendwie kombinieren, dass das an dem hängt und das an dem. Hier ist noch diese Kulturtasche, wo auch nochmal so ein Gurt dran ist. Hier ist auch nochmal ein Gurt dran und das ist irgendwie alles miteinander verknüpft. Aber alles wäre nicht möglich, wenn ich dieses schmale Seil nicht hätte, was gerissen ist. Das ist extrem wichtig. Es wird safe nochmal reißen. Nee. Ich sehe es schon kommen. Doch, das wird auf jeden Fall reißen. Runterfallen wird es sicherlich noch ein paar Mal. Aber ich glaube, reißen wird es vielleicht nicht nochmal. Ich sag schon, dass das auf jeden Fall reißen wird. Egal, das wird schon schief gehen. Wir sind dabei, weiterzufahren. Und ich merke auf jeden Fall einen Unterschied wegen meinem Rad. Dass dieser Rad hier unten mehr aufgepumpt ist. Dass der straffer ist, dass er nicht so lasch ist und so weiter. Dass ich nicht jedes Mal Angst haben muss, dass die Felge zerbricht, wenn ich über so einen Stein drüber fahre. Genau, deswegen habe ich das so aufgepumpt. Und die Luftpumpe hat mir 10 Euro gekostet. Und die Lichter, also die Lampen, die Fahrradlampen, die haben mir 30 Euro gekostet. Das heißt, alles zusammen hat genauso viel gekostet wie das Fahrrad selber. Ich bin ein Kakerlakengesicht. Wir fahren hier diese nervige Landstraße. Und die ganzen Autos und Fahrzeugen hier uns vergiften, uns verpesten. Wir sind irgendwie in Gifhorn angekommen und diese rote Ampel, die stört uns. Und jetzt ohne Scheiß, wir warten schon ganze 2 Sekunden darauf, dass diese Ampel endlich grün wird. Das ist richtig heftig, ey. Das ist Zeitverschwendung. Guck mal, wie unnötig breit dieser Fahrradweg hier ist. Der ist richtig breit. Da wurden bestimmt ganz viele unnötige Kosten verschwendet für diese breite Fahrradweg. Die Hälfte des Fahrradweges hätte gereicht. Das sind hier doppelte Kostenverschwendung, nur für uns. Für uns Radfahrer, genau. Wir sind nicht so komfortzonenerweiterungslos wie die meisten heutzutage. Wir brauchten das nicht so fett und breit, so unnötig asphaltiert. Hirnhaut. Hier haut. Später soll es stürmen, so laut Wetterbericht. Heute Abend. Bis dahin sollen wir unser Schlafplatz gefunden haben, aber ein paar Kilometer machen wir noch. Ja. Ich weiß nicht, ob hier Traktorfahrer hier Platz machen. Der Weg ist zu schmal. Der hätte uns sonst umgefahren, wenn wir nicht Platz gemacht hätten. Oder so. Guck mal, wir haben jetzt über 50 Kilometer zurückgelegt. Voll geil. Da muss noch viel mehr Kilometer kommen. Also ich meinte, das haben wir heute gemacht. Gestern haben wir, wie vorhin schon erzählt, ein paar Kilometer gemacht. Oh Leute, ich habe meinen Bruder verloren. Ich habe vergessen abzubiegen. Und der war mal hinter mir. Jetzt werde ich einen kleinen Umweg fahren. Und zwar guck mal hier. Normalerweise würden wir beide hier entlang fahren, zu dieser Ortschaft. Aber ich mache jetzt diesen Umweg hier. Genau. Ich bin vollkommen falsch abgebogen. Das ist voll scheiße. Egal, da treffen wir uns in der Ortschaft. Oh scheiße, die ganze Straße ist gesperrt. Das heißt, ich muss einen noch größeren Umweg machen. Ich glaube, über 6 Kilometer Umweg muss ich jetzt machen. Nur weil ich die Einfahrt verpasst habe. Und diese Baustelle da eben gerade, da ist alles gesperrt. Ich komme noch nicht durch. Das ist voll scheiße. Ich muss einen richtigen Umweg machen. Warum bin ich bloß die Straße gefolgt, ohne auf Google Maps zu achten? Das ist voll scheiße. Das ist über 6 Kilometer Umweg jetzt. Ich glaube, das sind sogar mehr als 8 Kilometer Umweg, wenn ich mir überlege, wie viel ich schon davor Umweg gefahren bin, bevor ich jetzt gerade Google Maps aufgerufen habe. Und dann ist das auch noch so eine beschissene Schotterstraße.
die mir vielleicht einen Platten reinhauen könnte und wo ich extra langsam fahren muss, weil ich mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden könnte. Oh, was ist denn das hier für ein Weg, ey? Hier ist ja gar kein Weg. Nicht, dass ich den ganzen Weg wieder zurückfahren muss. Alter. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich den Weg wieder gefunden. Ich muss hier abbiegen. Genau. Hier muss ich abbiegen. Nach 600 Metern weiter auf Schacht 2. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Und da drüben sind überall Baustellen und sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie durchkomme oder so. Das ist eine Katastrophe. Alter, was ist denn das für eine Dreckscheiße? Ich versuche hier die ganze Zeit irgendwie den Weg zu finden und versuche Google zu folgen. Aber Google, der möchte mich jetzt gerade hier über diese Brücke hier drüber führen. Und diese Brücke ist noch lange nicht fertig gebaut. Das ist voll scheiße. Ich komme da nicht rüber. Ich kann hier nicht lang. Und guck mal, was für einen Umweg ich gemacht habe. Ich hätte eigentlich von denen hier nach hier hinfahren müssen. Und dann bin ich stattdessen hier bis hier hingefahren und dann hier, also bis hier und dann hier rein und habe versucht, irgendwie hier rüber zu kommen, aber keine Chance. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ich fahre hier bestimmt schon eine halbe Stunde Fahrrad hier, diesen Umweg hier rum. Ich versuche hier irgendwie zum Dönerladen hinzukommen. Genau, wir möchten uns beim Dönerladen treffen. Ich habe Bock auf Döner und ich habe Durst auf irgendwas Kühles zu trinken. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfahren, glaube ich. So, ich bin gerade ein ganzes Stück wieder zurückgefahren und das hier, das war die erste Brücke gewesen, die gesperrt war, wo ich auch nicht durchkomme. Das heißt, ich muss den kompletten Weg, also wirklich den kompletten Weg wieder zurückfahren. Boah, das ist richtig viel Umweg. Ich bin, glaube ich, jetzt bestimmt irgendwie über 40 Minuten hier unterwegs und versuche irgendwie zur Ortschaft zu kommen. Jetzt muss ich wirklich den ganzen Weg wieder zurückfahren, nur weil ich diese beschissene Abbiegung verpasst habe. Mein Bruder wartet die ganze Zeit. Scheiße. Und das nur, weil gleich zwei Brücken gesperrt sind. Gleich zwei hintereinander. Wobei Google mich in der anderen Brücke da schicken wollte, weil das, obwohl das noch nicht mal gebaut wurde. Also fertig gebaut, genau. Das ist voll scheiße. Ich komme da gar nicht rüber sonst. Außer ich fahre den ganzen Weg wieder zurück. Deswegen mache ich das jetzt. Ich fahre den ganzen Weg wieder zurück. Junge, 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 Junge. War das eine Tortur gewesen? Ich bin jetzt den ganzen Weg wieder zurückgefahren. Und ich komme jetzt gleich zu dieser Straße, wo ich abbiegen musste, wo ich die Abbiegung verpasst habe. Und genau, die ist genau hier. Genau hier musste ich abbiegen. Genau hier. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Kraft und Nerven gekostet. Jawohl, da geht zu dieser Ortschaft hin. Sogar bergab. Jawohl. Ich glaube, in einer Viertelstunde werde ich beim Treffpunkt ankommen. Junge, 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 Junge. War das ein beschissener Umweg gewesen, nur weil ich die Abbiegung verloren habe. Und ich bin ganz problemlos hierher gekommen und habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Und ich war noch in der Bank und mir sind sogar noch Sachen runtergefallen. Ich wäre eigentlich noch viel früher hier. Oh. Ich habe bestimmt eine ganze Stunde Umweg gemacht. Und jetzt werden wir noch voll Knallgeräusch auf das belästigt. Aber da drüben ist der Dönerladen. Wir werden da jetzt essen gehen. Ich habe richtig Hunger. So, Döner ist fertig. Mhm. So, wir haben gerade gegessen und ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin mit Hunger zum Dönerladen hingegangen. Und ich hatte richtig Bock drauf gehabt, einen Döner zu essen. Und nach ein paar Happen habe ich mich sofort voll gefühlt, aber sowas von, dass ich den Döner nicht geschafft habe. Ich hatte ihn einpacken lassen, die Hälfte. Und jetzt machen wir uns auf der Suche nach einem sicheren Schlafplatz, weil laut Wettervorhersage soll ich später Gewitterwarnstufe 3 sein, also von 4. Das soll später richtig heftig sein mit dem Gewitter. Und später wird das so wild werden, dass vielleicht Tornado-Gefahr kommt. Genau, so wild wird das werden. Deswegen müssen wir auf jeden Fall so richtig geiler Schutz, genau, irgendwas zum Schutz finden. So, ich habe eine Brücke navigiert. Ich bin ganz gespannt drauf, wie die Brücke aussehen wird. Ich hoffe, dass sie zum Schlafen geeignet ist. So, wir sind angekommen. Das hier ist die Autobahnbrücke.
Und die ist ziemlich schmal. Guck mal, wie wenig Platz hier ist zum Draufschlafen. Aber diese Straße hier, die sieht irgendwie so aus, als ich laufe einmal durch die Brücke durch. Genau, ich bin an einer anderen Brückenseite. Und diese Straße hier vorne, das sieht irgendwie so aus, als ob vielleicht nur dreimal am Tag ein Auto vorbeifährt. Genauso nur vielleicht dreimal am Tag so ein Auto durch die Brücke durchfährt. Ich weiß mal nicht, ob dieser Platz wirklich geeignet ist, aber der sieht auf jeden Fall sturmsicher aus. Beziehungsweise tornadosicher, genau. So ungefähr. Und guck mal hier. Ich habe hier ganz viel Sonnenbrand bekommen. Voll geil, endlich. Meine Haut wird sich auf jeden Fall abhellen, glaube ich. Das ist total rot. Das ist richtig rot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so einen Sonnenbrand bekomme. Ich habe mich viel zu spät eingecremt mit Sonnenmilch. Das ist voll scheiße. Ich habe das viel zu spät gemacht, weil ich gedacht habe, dass meine Haut so weit ist für so eine Sonne. Aber ich habe die Sonne gefeiert heute. Hoffentlich kommt morgen auch so eine Sonne, aber irgendwie auch nicht wegen meinem Sonnenbrand. Da sollen wir auf jeden Fall geschont werden. So, die Dunkelheit ist angebrochen und es dauert nicht mehr lange, bis der Gewitter irgendwann kommt. Ich glaube, in den nächsten 2-3 Stunden bestimmt. Und genau, wir chillen so lange hier draußen, bis Gewitter kommt, dann flüchten wir dann da drunter unter der Brücke und dann pennen wir da drunter. Und ich hoffe natürlich, dass nicht zu viel Regen kommt, dass wir dann überschwemmt werden oder so und uns retten müssen oder so. Aber das wär auf jeden Fall gut fürs Video. Aber genau, der Grund, warum wir die ganze Zeit hier draußen chillen, ist erstens, um draußen zu chillen. Und zweitens, weil draußen Internet ist. Unter der Brücke ist überhaupt gar kein Internet. Da ist alles eh. Das ist voll scheiße. Deswegen sind wir jetzt draußen und chillen hier und genau und warten ab, bis der Gewitter kommt. Guck mal, das hier, das was hier so leuchtet, das sind alles Glühwürmchen. Ich habe schon sehr lange Zeit keine Glühwürmchen mehr gesehen. Genau. Wir fliegen hier überall rum. Es ist ewig her, dass ich das letzte Mal Glühwürmchen gesehen habe. Bestimmt schon ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe. Die sehen auch so selten im Jahr. Habt ihr schon mal Glühwürmchen gesehen? Also richtige, die hier so rumglühen und sowas. Schreibt mir das in die Kommentare rein. Hier sind ganz viele davon. Die fliegen hier überall rum. Wir pennen genau hier unter dieser Brücke. Ich schlafe genau hier. Hier sind die Fahrräder. Wir haben das doppelt gesichert mit, wie heißt das Ding? Ja genau, ihr wisst schon, was ich meine. Und hier fällt mein Bruder und es ist die ganzen letzten Stunden kein einziges Auto vorbeigefahren. Vielleicht nur ein paar einzelne Fahrradfahrer, ich glaube vielleicht nur 3 Stück oder so. Genau, so in 2 Stunden oder so soll es so richtig beginnen. Oder 1,5 Stunden. Wir haben hier so die ersten Blitze da ganz hinten gesehen. Das ist voll cool. Prüfen, wie es wird. Hier geht es zu Teil 2, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier haben mein Bruder und ich ein wildes Abenteuer in Italien gehabt. Schaut euch unbedingt beides an.